Spielschulden sind Ehrenschulden, heißt es im Volksmund. Doch was verbirgt sich hinter diesem Spruch eigentlich? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und ich möchte mich heute der Frage widmen, ob man Spiel- und Wettschulden einfach so ohne weiteres verweigern kann. Es gilt ja dieser Grundsatz, Spielschulden sind Ehrenschulden. Und der hat auch eine Basis im Gesetz, nämlich im Paragraphen 762 Bürgerliches Gesetzbuch. Da steht drin, dass solche Spielschulden eine sogenannte Naturobligation sind. Das bedeutet, dass private Wetten oder privates Glücksspiel ja nicht verbindlich sind. Das bedeutet, dass wenn ihr einen Wetteinsatz habt mit einem Freund, um 10 Euro wird gewettet und ihr verliert die Wette, seid ihr nicht verpflichtet, dem Freund auch diese 10 Euro zu zahlen. Anders sieht der Fall allerdings aus, wenn ihr eure Spielschulden beglichen habt, beispielsweise beim Poker. Ihr habt gespielt, ihr habt das Geld schon demjenigen, der das Spiel gewonnen hat, rübergeschoben. Dann könnt ihr nachher nicht mehr sagen, Moment mal, ich habe jetzt erfahren vom Solmecke, es gibt den Paragraphen 762 Bürgerliches Gesetzbuch, ich muss doch bei einer Spielschuld, einer Wette gar nicht bezahlen. Nein, wenn das Geld schon beglichen worden ist, dann könnt ihr es nicht zurückfordern. Und jetzt könnte der ein oder andere auf die Idee kommen, Lottoscheine nicht mehr bezahlen zu wollen, im Roulette nicht mehr bezahlen zu wollen. Und da muss ich euch leider sagen, naja, das klappt hier nicht, denn bei Menschen, die Unternehmen sind, also bei Unternehmen, die legal Glücksspiel anbieten, da ist es so, dass Paragraph 762 gar nicht erst zur Anwendung kommt. Hat man Online-Spielschulden bei einem professionellen Glücksspielanbieter, dann müssen die auch beglichen werden und die können dann auch mit der vollen Härte des Rechts eingetrieben werden. Beispielsweise würde das beginnen mit einem Mahnbescheid, da nimmt das den normalen Gang, ihr habt dann einen ganz normalen Vertrag. Das läuft ja etwas anders als im privaten Bereich und insofern da bitte zahlen. Im privaten Bereich ist das eine Ehre, dass man eine Wette einlöst. So und so kam es eben zu dem Spruch, Spielschulden sind Ehrenschulden. Und mir war es eine Ehre, euch das hier vermitteln zu dürfen. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen rauf. Tschüss und bis morgen.